Was hast du denn, grauer Wolf? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So. Sag mal, kann es sein, dass das Bild, wie ich jetzt gerade sehe, ruckelt oder ist das Bild flüssig? Es ruckelt leicht, okay. Und bei dir ist es ruckelfrei. Interessant. Ist auch lustig. Bei dem einen ruckelt es und bei dem anderen ist es ruckelfrei. Also ruckelt leicht. Beim Tommy ruckelt es leicht und beim Kraulf ist es zurzeit ruckelfrei. Interessant. So, hier mal die 70 beachten. So, jetzt fahren wir wieder durch die Mautstelle. Diesmal nehme ich hier kein Schild mit. Einmal bezahlen, bitte. Vielen Dank. 54 Euro. Mann, Mann, Mann. Ach so. Da muss Grauwolf mal gucken. Weil ich habe den Server gestern komplett neu rebootet. Und da müsste, normalerweise müsste es eigentlich laufen. Und sonst muss der Grauwolf mal ganz kurz auf den Server gehen. Ach, da kommst du ja nicht rein wegen Passwort. Na gut, was hast du denn für eine Internetleitung? Ach so, na gut, okay. Kann möglich sein. Kann möglich sein. Schauen wir mal. Ne, ich sag, ich werde es hinterher auch angucken. Es wird auch. Hallo Blitzer. Es wird ja auch auf YouTube erscheinen, das ganze Filmmaterial. Und da werde ich dann selber mal gucken, wie es ist. Weil ich sehe jetzt auch bei mir nämlich auf, was so einem Bild rüber geht, sozusagen, übertragen wird. Das ruckelt nämlich bei mir sozusagen auch. Deswegen frage ich nämlich. Aber wenn es bei dir flüssig läuft, Grauwolf, dann müsste es ja eigentlich dann ganz gut funktionieren, denke ich mal. So, 156 Kilometer. Das wird halt ein bisschen Überlänge werden. Von der Zeit her.
So. Schon wieder eine Mautstelle. Mein lieber Scholli, ey. So, mal einen Gang rausnehmen, mal ein bisschen rollen lassen. Und schon wieder Geld bezahlen, ey. So, jetzt haben wir grün. Komisch, die Mautstelle muckt nicht so rum mit den anderen zwei. Mann, 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 Mann. So, mein Ping ist ja hier auch bei 34 Millisekunden. Also rein theoretisch könnte es flüssig laufen. Naja, schauen wir mal. Ich werde es schon sehen. Und sonst, wenn es nicht so ist, ja, dann muss ich mich schon mal dafür entschuldigen. Und wenn ich es jetzt erst feststelle, ist egal. Zumindest dann im Nachhinein. Dann sehen. Mal gucken. So. Dann werden wir mal ein bisschen Gas geben hier. Dum, 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 dum. Wir haben noch für 805 Kilometer Sprit drinne, nur das reicht aber ziemlich lange. So. Oh, sonst muss ich sagen, schon eine recht schöne Gegend hier. Sieht ganz neckig aus. Hier ist eine Raststätte. Nee, muss ich zum Glück nie hin. So, wir fahren schon 90. Interessant. Das Lustige ist, es ist freigegeben, ne? Und es steht immer nur 80 auf dem Navi. Ist schon recht interessant. So. Ja, umsonst grüße ich hier nochmal den Uwe 100. Der hat wahrscheinlich keine Zeit gefunden. Macht ja nichts. Ja, ich weiß, ihr wisst auf 80 fahren, ne? Aber es gibt eine kleine Toleranz von guten 10 km/h, auch bei LKW-Fahrern. Man sollte nur aufpassen. So, mal übrigens mal mein Rundumlicht mal einschalten. Ich habe ja mittlerweile nur mal mehr dran. Sieht bestimmt cool aus. So. Ja, ich muss gleich ins Bett. Das stimmt. Immerhin bin ich auch arbeiten morgen, wie manch andere natürlich auch noch, ist logisch. Aber tja, wenn man natürlich ein Kind hat, dann sollte man schon sich selbst gewisse Zeiten wieder ansetzen und dann einfach auch mal dann ins Bett gehen. Finde ich auch gar nicht so schlimm. 22 Uhr ist immer für mich eine gute Zeit. Also ich mache dann offline und dann ja, dann dusche noch
was vorbereiten für morgen noch und dann. Ja, deswegen ist bei mir immer 22 Uhr mit Livestream immer Feierabend. Vielleicht mal mit ein paar Minuten Überlänge. Und ja, deswegen, boah, ich find's, wie gesagt, nicht so schlimm, dass es eben immer 22 Uhr Schluss ist. Ja, manchmal mache ich, wie gesagt, ein paar Minuten länger, ist jetzt nicht so das wild. Ich muss mich dann halt nur darauf einstellen, dass ich dann am nächsten Tag dann eben nicht so lange schlafen kann. Egal, ob man jetzt arbeiten ist oder ob Wochenende ist und unser Kind frühst dann eben aufstehen möchte. Dann müssen wir auch mit aufstehen. Das ist nun mal so. Nee. Aber ich finde es in Ordnung. So. Meine Fahrt dauert ungefähr 5 Minuten. Ne, dann passt's ja. 45 Kilometer sind es ja noch. Wie gesagt, ein bisschen überziehen tue ich ja noch. Alleine schon, um das Navi erstmal hier in das Auto noch einzubauen. Und ich will hoffen, dass ich noch so viel Kohle habe, um das machen zu können. So, ich fahre jetzt 70 km/h. Das war knapp. Und schon wieder eine Mautstelle. Das ist die vierte Mautstelle, ich weiß es nicht. Wunderschönen guten Abend, Berlin. Ach, 79 Euro, mein lieber Scholli. Ist die wievielte Mautstelle? Ich glaube, die vierte oder so. Ja. Ich glaube, die vierte Mautstelle. So, hier vorne noch runter. Und dann, ja, schauen wir mal. Schönen guten Abend. Balin, meine Frage, wie läuft's bei dir, der Stream? Uah. Dann ist immer gut. Bisher Tutti. Alles klar, Puffelchen. Das freut mich. Also, es ist eine Auflösung von 1280x720, die bei dir ankommt. Und laufen habe ich bei mir 1920x1080. Ja, also HD. Mein lieber Scholli, komm hoch hier. 1920 mal 1080 so rum. Also, ich tue ja nicht mit Full HD streamen, das kriege ich gar nicht gebacken. Sozusagen noch. Ey, komm, dafür ist es aber soll ich so sagen, eine 16.000er Leitung mit einem doppelten Upst also mit einem doppelten Upload, ne? Also in der Hinsicht passt es schon. Überhaupt ein Wunder, dass es so gut funktioniert. Aber ich bin doch ganz froh drüber. Ja, da bin ich derzeit noch am Rumstreiten mit der Hausverwaltung, also mit unserem Vermieter. Weil das lag ja bis vor ein paar Monaten noch an und jetzt haben sie es auf Satellitenfernsehen umgestellt und Kabelfernsehen bietet mir trotzdem Internet an und das möchte irgendwie der Vermieter nicht, aber
Ja, das ist. Der Kampf ist sozusagen noch nicht vorbei. Das kommt schon noch. Ja, genau, Tommy. Blinken nicht vergessen. Ich hab's gemerkt. Sehr nice. Das ist natürlich ein Traum von mir, ne? Also, so eine E-Mail-Leitung. Mir würde schon eine 100-Mbit-Leitung reichen mit. Also waren es 6 MB Upload, ne? Also, das würde mir auch schon voll auslangen, ne? Also, es würde selbst schon mit einer 25 oder 50.000er Leitung erstmal zufrieden sein, weil, ja, es geht einfach alles ein bisschen besser. Aber okay, ich muss sagen, dafür, dass es eine 16K Leitung ist, mit einem doppelten Upstream, ist das schon in Ordnung. Man kann zumindest ein paar Spiele kann man zumindest streamen. Es geht nicht alles, aber es geht ein paar. So. Hier ist der Jobcenter. Ne, brauchen wir auch erstmal keinen. So, Bremsen. So, sind wir ja schon fast da. Was? Crown for Europe? Nicht schlecht. Ja, ich fahre mit Tastatur, das stimmt. Mit was fährst denn du? Also, wenn du sowas spielen würdest. Fährst du mit Lenkrad oder würdest du mit Lenkrad fahren? Ist wirklich so viel einfacher hier, ETS mit Lenkrad zu fahren, oder? Was hast du denn da, das G27 oder welches hast du? No Collision Zone. Mal sehen, ob wir jetzt auch hier durchkommen. Okay. Ja, muss ich mir mal aufschreiben. Graulf, kannst du es ja mal notieren. Ich habe gerade keine Hand frei. Du kannst es mir mal später mitteilen oder schreibst es mir mal ganz kurz. Okay, das Driving Force GT. Sagt mir was. Ich weiß nicht wieso, aber sagt mir was. Nee, halt, stopp. Andere Richtung. Muss ich nochmal vorsetzen? Nee, bist du nicht Graumwolf, aber das wäre wirklich sehr nett von dir. Oder mir einfach mal den Link schicken. So, ich muss nochmal vorsetzen. Einparken ist halt nicht so mein Ding. Ach Mensch, Grauwolf. So, nice. Steht zwar nicht gerade drin, ist völlig Wurst. Reicht völlig aus. Die Fracht ist abgegeben. Zufriedenstellend. Abzug des Schäden 2,2%. Wo habe ich den Schaden gemacht? Hä?
War das wegen der Mautstelle oder was? Dann nimm jetzt aber ab, ey. So, nichtsdestotrotz hole ich mir jetzt noch in die Werkstatt. Fahre ich mir noch schnell in die Werkstatt. So. Und hier lang. So. Sag mal, Balin. Sag mal, Balin. Was wollte ich schon gerade sagen? Fährst du selber auch so ETS Multiplayer technisch oder? Okay. Jo, die Rundumleuchten, die habe ich mal ausgemacht. Danke dir, Tommy. Okay. Ja, muss ich mir mal, das muss ich mir mal notieren, wie gesagt. Das ist immer so eine Sache, auch, wo ich es dann bei mir hier anbaue. Naja, ohne Verkehr, naja. Vielleicht werden sie es ja irgendwann mal reinbringen. Gucken wir mal. Schlecht wäre es ja nie. Ja, also Fußgänger selber kannst du ja einschalten. Ist ja hier möglich. Dass du hier auch Fußgänger hast. Aber Verkehr, naja, okay. Sagen wir mal so, dadurch, dass es jetzt nur noch ein Server ist für Europa, muss ich ehrlich sagen, hast du eigentlich, kommt drauf an, in welchen Städten du bist, ziemlich viel Verkehr, ne? Gerade was den LKWs betrifft. Sagen wir mal eher so. So. Gut, dann fahren wir jetzt mal noch schnell an der Werkstatt vorbei. Okay, schauen wir mal. Dann lassen wir uns mal überraschen. So, dann fahren wir hier mal in die Werkstatt. Wenn die Fracht Schaden hat, müsste der LKW auch Schaden genommen haben. Yep. Zack. So, Wartung. Naja, gut. Hält sich noch in Grenzen. Ausstattung. Nee, es geht nicht. Kannst du es vorstellen? Die Karre hier, die hat keinen. Das neben dem Getriebe. Ach, das hier. Ach so. Das sieht natürlich nice aus, ne? Das tun wir uns doch gleich mal bestellen. Den Kaffee to go, okay. So, dann können wir nämlich das Navi ausschalten. So, und jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man das Navi dann im Endeffekt dann bedient. Hier im LKW. Und dann, dass man hier zumindest auch zoomen kann.
Ich hab doch die Liftachse, hab ich doch. Ich hab doch die Liftachse hochgemacht. Oh Mann. So. Ich werde mich mal hier niederlassen. Jo, das stimmt. Klingt nice. Ich stelle mich jetzt hier hin. Leerlauf rein, Handbremse an, Motor aus. Das Licht müssen wir mal einschalten, das vergesse ich nämlich sonst gerne wieder. Ciao. Bali, ich danke dir, Berlin, ich danke dir echt fürs Einschalten. Aber für mich ist es jetzt sozusagen gewesen vom Stream her erstmal, weil ich muss morgen früh zeitig raus. Wenn du willst, kannst du mir gerne folgen, dann siehst du auch, wenn ich das nächste Mal wieder online gehe und bekommst eine Benachrichtigung. Und ja. Es wird, wie gesagt, bei mir nicht nur ETS gespielt, was es dann noch sonst so gibt, siehst du ja bei mir auf dem Kanal. Also zumindest hier auf dem Livestream-Hitbox-Kanal und auf meinem YouTube-Kanal gibt es sehr viel zu sehen. Ja, kannst gerne mal reinschalten. Und ich danke, wie gesagt, allen fürs Zuschauen und für die nette Unterhaltung. Und ich werde mir mal das Lenkrad mal angucken. Und ja, vielleicht bekomme ich das ja irgendwo nachher. Und schauen wir mal. Ich danke dir zumindest allen für die lehrreichen Stunden oder Stunde, ja, Stunden, es waren eigentlich zwei fast. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Alles klar, na dann, gute Nacht an alle, bis zum nächsten Mal.